Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich in der Solo Queue auf Doom als Nocturne in Aktion sehen. Jetzt wiederum fragen sich wahrscheinlich viele innerlich, wieso wieder Nocturne Set? Wieso wieder Nocturne? Aus dem einfachen Grund, weil ich mit diesem Champion relativ gut Elo gainen kann. Und das ist für mich wirklich der Hauptgrund, überhaupt Nocturne zu spielen. Nämlich langsam wird auch für mich ein bisschen mehr oder weniger langweilig. Wobei er an sich immer noch recht spannend zu spielen ist. Vor allem, weil er so gut den Ace hier rausnehmen kann mit seiner Ultimate, Q, E, was auch immer. Und von daher kann man es mir hoffentlich dieses Mal noch verzeihen und die nächsten Male auch noch. Ich wünsche euch von daher viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, see ya guys. Kein Treffen. Du meinst Fan-Treffen oder wie? Dude. Ist ja die Frage, wer kommen würde auf das Fan-Treffen. Wer möchte denn so eine Gestalt wie mich sehen? Oder auch Lennart? Ich. Wir sind beide 16 und 17 Jahre alt. Haben kein Leben. Vor allem Lennart hat kein Leben. Boah, ich hatte eigentlich sogar ein Treffen geplant. Da freut sich auch Lennart schon extrem drauf, nicht wahr, Lennart? Jeder. Dann nimmst du ganz viel Wasser mit. Ganz, ganz viel Wasser. Bis du ersäufst. Ach ja, das wird schön. Fist Jungle. Nee, no mind. Jack Jungle. Toplane Fist. Ja, ich dachte aber, dass der Jungle Was ist. Was haben die denn für ein Team? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 16,5, 17,5, sorry, 17,5. Ja. Kappa. Ja, und Lennart ist 16,5. Nein, seit wann das denn? Dann sag den Leuten nochmal dein Alter. Bin am 9.7.12 geworden. 13, Entschuldigung, 13. Ich frage mich, ob das wirklich jemand glauben würde. Hey, hört mal doch an meiner Stimme, ist noch so weiblich. Ja. Ich weiß auch, damals, als Julian bei mir auf dem TS war, hatte ich erstmal über die ganzen also über damals, die ganzen, damals, als ich noch 7 war und mit League angefangen habe. Mit 7. Damals, als die Welt noch schön war, war sie zwar nie, aber egal. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Zu alt. Boah, nicer Grab vom Blitzcrank. Nice. Also das war Minimum Kalista Jump plus Flash Madlife. Ja, so um deine Frage zu beantworten, ich bin 23 momentan. Und der Lennart ist ein alter Sack. Scheiße, hätte ich meine Kuh getroffen, hätten wir First Blood. Hast du aber nicht. Habe ich aber nicht. Weil du schlecht bist. Das ist richtig. Warum ist sie auf Stufe 2 Skille wegen dem Attack Speed Boost? Schau her, 20% Attack Speed. Macht schon einiges aus. Der Wert wird auch verdoppelt, wenn man den Spell gerockt bekommt. Deswegen verwende ich auch immer den Weber am Drake. So, ich geh jetzt erstmal back und komm. Ach, sowieso der W auf die Stufe 2 skillst? Ja, ja. Na, logisch. Ja, aber anscheinend wusste da jemand im Stream das nicht, warum ich das mache. Ich wurde mal gefragt, warum ich die W nicht beim Red Buff aktiviere. Dann denke ich mir wiederum, seit wann aktiviert der Red Buff den W-Skill? Seit wann macht er das?
Bin ich mir nicht mal sicher. Nein, das macht eben nicht. Ja, wie macht der jetzt nicht? Nein. Aber ist dieser Blitzcrank drunk oder was ist los mit ihm? Wahrscheinlich, um 3 Uhr morgens am Samstag. Ja, ja, so passt ja soweit. Kein Problem. Oh lol, falsch rum. Da merkt man mal wieder, dass ich lange keinen Raum gespielt habe. Toplane sieht soweit gut aus. Ungleich Bottom. Botlane ist okay. Gleich kommt hier der Jax an und das ist nicht mal alles okay. Kann ich mal grabben lassen eventuell? Da ist nicht gewordet. Wow, ey. Dex kommt in unsere Richtung. Ich sehe es. Wenn du wieder herkommst, dann kommst du zu mir, okay? Ja. Hier, komm! War es mir wert. Das war Gott. Der Flash. Das mache ich immer so häufig. Dass man auf jeden Fall nicht mein 4 dodgen kann. Hätte er zwar sowieso nicht mehr, aber ist okay. Das ist ziemlich effektiv, aber trotzdem. Er hatte keinen Flash, nix. Das ist voll. Hat er keinen Flash mehr gehabt? Nein. Warum sagt? Hab ich ja auch vorhin angesagt. Ehrlich, scheiße. Ja. Gut, dann war es meine Schuld sogar. Na, egal. Komm. Ja, er hat gewartet. Ignat raus. Sehr, sehr gut, Lennart. Bin stolz auf dich. Ach, unser Asia ist First Blood gestorben. Wann das denn? Wie kann Asia gegen Aswell sterben? Wieso ist er da geblieben? Weil er halt Unmengen an CS. Was? Ich geh mal hin. CS kann ich mir nicht entgehen lassen. Kannst dich auch grabben lassen. Na egal. Spät. Da ist noch Warded. Ich komm gleich wieder, ich hab gleich Ultimate. Okay, wenn du so pusht, dann nicht. Ne, wir wollten sie killen, aber sie ist irgendwie auf die Jinx gegangen, wieso auch immer. Kann ich nicht arbeiten. Blitzcrank wäre tot gewesen. Na gut. Ist okay, die spielen nicht schlecht. Okay, das Gebäude anscheinend. Ja. Unser All-In-Potential auf Level 6 ist einfach so hardcore.
Okay, er hat meine Ultimate gebettet damit. Ich kann aber Bottom mit der Knoll hier mit mir, weil ich sie gebastet habe im Fizz. Das war dumm. Was soll's, passiert. TDP, Frontlane. Frontlane. Zu spät. Instant Exhaust auf den Fisch, aber das hat nicht gereicht. Ich habe sogar den Fisch abgefangen. Ja, einen Drag bekommen. Das war an sich worth. Ich hätte früher mein Bier einsetzen sollen. Egal. War auf jeden Fall worth. Meinst du, zwei Kills gegen Drake geht noch? Ja, geht noch. Für den ersten auf jeden Fall. Das geht nicht. Sie gemacht. Sie wurde gehuckt. Das hat sie gemacht. So viel zu, wenn du Hooks dodgen kannst. Ja. Erwarte ich dann aber auch von meinem AD Carry. Und sie ist wieder tot. Lucky. Der hat kein Flash mehr. Kein Flash. Sau. Schade. Wenn er sie ein Stück vorgelaufen wären, wären beide tot. Ja, allerdings. Jetzt ist sie tot. Ja. Idiot. Das war sehr, sehr dumm. Ich kann nur runterziehen. Ja, wir können es fighten. Wenn Kalista sich nicht wieder hocken lässt.
Aha. Der ist immer noch unser Zahn. Da wer? Was? Ah ne, da meint. Sorry. Ich dachte gerade schon. So ist der Level 9. Keine Ahnung. Vielleicht weil er 2 Kills hat. Ihr schlaft, gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, ja so. So schrecklich. Wow. Seid ihr da? Ja, ich komme andersrum dann, ja. Ist auch. Okay, ich schub drüber. Da. Wiedersehen. 19 Stacks, schon mal sehr, sehr gut. Back. Hat die Kalista was da was macht? Nee, macht sie nicht. Wobei er traut sich nicht. Die machen alle fast nur Magic Damage. Ja, ich kaufe mir gleich noch ein Witzend, aber ein Hextrinker ist momentan angemessen. Ne? Mitte immer noch? Ja, ich habe Ultimate mit ab. Das heißt gleich. Was heißt gleich? Sag du es mir. 50 Sekunden. Die machen jetzt. Ich hatte keine andere Wort. Hier! Das ist auch nicht gut. Der Blitz controlt uns. Kalista. Unser Top-Laner ist tot, ne? Bleib raus. Wow. Wow. Okay. Lol. Blöd. Ich wurde nicht rausgeholt? Ja, ich werde nicht rausgeholt. Hätten wir fallen können. Das Team ist wieder mal Bronze. Well. Carries 03. Okay, das sind halt ja diese typischen geboosteten Idioten, die einfach nichts machen. Die einfach sich denken, ja komm, wir wählen uns mal einen von der Palme und lassen uns Gary. Na gut, wo ist mein Gary? Die da mal auf einen von der Palme wählen lassen hast. Dieser A, der ist so ein Trashball. Holy moly. Ching-Shi 205 für nothing, for no reason wieder mal.
Kann ich eigentlich vergessen, irgendwie Damage zu bauen, zu bilden, was auch immer. Das bringt ja gar nichts. Noch hin. Das ist, weil Nuts den in der Mitte ziemlich hart. Überlebt er das? Tatsache. Motherfucker hat so einen Lack, das war. Ich hab den E von Ezreal abgefangen und ihn exhausted. Motherfucking Idiot, nein, nein. Danke. Hat er den? Nee. Hat er einen Blue-Off bekommen? Das macht mir nicht viel Schaden. Ja. Ich hab 133 Magie-Resistenz. Der Marker hat den Blue-Off. Okay, ist in Ordnung. Idiot. Also, entweder sind die Leute richtig krank oder. Ich weiß auch nicht. Wow, ey. Also, gegen solche Leute zu spielen, ist aber auch nicht wirklich nicht schön. Ciao. Ich frag mich, was dieser Asia tut. Gerade im Moment. Das bringt absolut gerade nichts auf irgendwelchen Schaden zu gehen. Absolut nicht. Ja, schön. Wenigstens hat er mal einen Kill gemacht. Geh durch! Ja, weiter, weiter, weiter! Ist tot. Easy. Dumme Idee. Ah, er hat noch nicht voll gestackt, das ist schon mal sehr gut für uns. Sehr gut. Hab ich nicht erwischt, ehrlich? Okay. Okay, Jax. Vielleicht gewinnen wir das ja noch. Ich bin mal weg, Siaplix. Wir haben ja das bessere, viel bessere Teamfight-Spiel, Game. Team. Solange die Kalista halt nicht retarded geht. Und der Azir nicht retarded geht. Was ich bis jetzt halt noch nicht gesehen habe, dass sie nicht retarded. Du weißt, was ich meine. Die beiden sind nicht. Naja. Jetzt hast du Ulti. Hä? Wieso bist du nicht hinterhergegangen? Ich hatte keinen 4 und mir zu slow und war mir zu unsicher. Dafür ist die Kulanz zu hoch. Ja. Haben die irgendwas? Drake. Ich bin auf dem Weg. Relativ tanky, ich hab Frozen Heart. Ich kaufe hier hoffentlich keinen Frozen Heart, ansonsten kriegen wir Probleme miteinander. Ich? Nee, wieso soll ich mir Frozen Heart kaufen? Dann passt schon mal. Ja, auf Nautilus.
Oh, wir hoffen. Nice! Warte, ist in Ordnung, du überlebst. Ja, dann halt nicht! Da hatten wir gerade unseren Teamfight. Oh mein Gott, Alter. Du idiotisch. Okay, machen wir den jetzt. Kann man nicht fighten. Muss ich das verstehen, wieso wir jetzt nicht gerade bei mir gefightet haben? Keine Ahnung. Drei Mann waren in der Ulti, drei. Scheiß auf den Fist. Oh ja, sie ist tot. Also was anderes erwartet? Nur, um ehrlich zu sein, nicht. Die Leute sind total braindead mittlerweile schon. Und die Uhrzeit durch. Also meine Map Awareness lässt auch zu wünschen übrig in meinem Zustand, aber... Naja, komm, egal, wir gewinnen noch einen Hextrinker. Töt einfach immer die Jinx, dann gewinnen wir. Ja, irgendwann ist auch mein Noob-Potenzial nicht mehr da, weil ich Tränke spiele. Oh, hol dir. Hol dir den Guy. Kann ich nicht. Oh Mann, klar, geh weg. Oh, die Wolken gut. War so klar, dass er immer nach die Ulti kommen würde. Hab darauf gewartet und spekuliert. Kleine Ratte, du. Kleiner Schlawiner. Dann lass mich halt keine Stacks abgeben. Ach, Idiot, Alter. Und so. What the fuck? Oh man! Okay, er ist tot. Auch tot. Wieso haben wir nicht weitergefightet? Ja, weil unsere... verlieren wir. Ich habe keinen Damage. Keine richtigen Damage. Das waren zwei Tanks, drei Tanks gegen drei Tanks. Jax, schau mal aus, Jax Bild. Wär scheißegal, meine Passiv, Alter. Unterschätzt die mal nicht. Ich glaube nicht, dass wir es gewonnen hätten, um ehrlich zu sein. Der Jax ist mega squishy bis jetzt noch. Ja, das schon. Aber der macht richtig Schaden. Okay, whatever. Ich find's genial, oh Gott, dass unsere Karte ist. Alter, sie ist so tot. Jetzt tötet wenigstens irgendwas daraus. Oh man. Er macht aber auch immer den gleichen Fehler, dieser Retard. Darf ich mal kurz vor dem Geh und die Jinx töten? Danke, ciao. Mach das. Geh Mitte, bleib Mitte, stay Mitte. Ich mach das selbst. Ich hab Frozen Heart, die kann mich nicht töten. Mach sie sowieso nicht. Stay nicht. Kann gegen dieses Team absolut noch der Donator auch nach Donator. Top Lane mit wir gepusht und er läuft in die Ulti easy. Und sie läuft in den Kuh, easy. Whatever.
Ja, die Ulti hat Midlane gebraucht. Ich mach kein Damage. Ah, sie macht nichts an Damage. Unser Maokai stirbt jetzt, denke ich mal. Ball. Positioning von Quadra Kill. Ah, eine schlechte Jinx bekommt ein Quadra. Wie könnte es denn auch anders sein eigentlich? Also teilweise frage ich mich echt, warum. Pentakill. Wow, ey, wow. Das ist so schlecht, das ist so schlecht, das tut schon echt weh. Ist er da gerade mit Absicht reingegangen? Alter. Wieso surrendern wir nicht gerade? Behinderten Leute, die immer hier spielen müssen. Alter Schwede, ey. Was sind die Leute? Was sind die Leute? Kann man nachschauen. Vielleicht mache ich jetzt mal ein bisschen Damage. Mal sehen. Bin sehr gespannt drauf. Du musst die Jinx töten, sonst verlieren wir dieses Game. Ich mache das halt drei Fights, aber anscheinend bekommt mein Team nichts hin. Brauchst mir das nicht zu sagen. Ja. Warte mal, er kommt. Die Good Guys kommen. Nimm mal das mit hier an. Ich hab sowieso schon fast 40% Cooldown Reduction. Seid ihr da? Seid ihr da? Ich hab gerade einen beschissenen Arsch gerettet, ey. Wow, ich carry grad das Game hier. Achso, ja. Ich spiel ja so dermaßen kacke, Bro. Na. Ich frag mich, was das bisher nur in den anderen Channel ist. Ich stehe hier gerade 12-3-6.
bin an 18 von 22 Kills beteiligt. Oh. Und ich an 17. Sie haben auf jeden Fall nicht den verdammten Burn bekommen. Das ist ganz wichtig, Skuttle hier zu machen, ansonsten könnt ihr es für free machen. Oh, ist auch nicht gut geworden. Wir können es immer noch teamfighten, aber wir brauchen alle 5 Mann. Wieso gehst du auf den Pissen? Wieso? Das ist ein Bad von mir, sorry. Da ist Chris. Ja. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass jetzt Chris kommt. Na, ist davon Spaß. Ja, jetzt räumt die Jinx wieder auf. Ich hab's dir gesagt, kill die Jinx oder wir verlieren das Game. Game over. GG. Dass deine letzten 3 Ultis auf Piss verschwendet. Das ist mir mittlerweile eigentlich auch scheißegal. Ja, gut, aber brauchst du dich doch nicht wundern, dass wir die Games nicht gewinnen. Ich meine, wir beide Leute verdienen diesen Sieg nicht, von daher lass dich mit dem Scheißen. Bullshit! Wir haben doch saugut gespielt. Wenn du nicht auf Fizz engaged, ist der Teamfight gekommen. Ohne mich wäre dieses Game nicht mehr annähernd in dieses Late Game gekommen. Ja, aber das ist doch Bullshit. Es ist mir scheißegal, Lennart. Wegen dem Move mir das Game verkackst. Es ist mir scheißegal.